Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palworld. Und ich höre hier gerade so komische Geräusche, aber ich glaube, das ist nur mein Begleiter gewesen. Ich habe gerade Bärensamen nebenbei eingesammelt. Ich bin mir nicht genau sicher, warum, wieso, weshalb. Achso, ich wollte meinen anderen Begleiter mal rausholen. Der ist jetzt hier auch fleißig am Abbauen, aber ich glaube, wenn ich runtergehe, kommt der mit, oder? Das will ich nämlich jetzt mal testen, wenn ich aus dem Bereich rausgehe, ob der da mitkommt, um mitzukämpfen. Ich denke mal ja, weil er ist nicht in dem Ding drin. Ja. Er kommt dann mit. Okay. Gut, dann müssen wir den jetzt erstmal eben reinholen und schauen, wo wir jetzt noch Lambals kriegen können. Weil wenn ich jetzt einen Lambal angreife und der jetzt in der Nähe ist. Es wird auch schon wieder dunkel. Es ist wieder sowas von klar. So, Moment, jetzt nehmen wir erst nochmal was zu essen. Hinten sind zwei. Level 2 und Level 1. Der wird das nicht mögen, wenn ich den jetzt angreife. Ups. Das. War das ein Block? Hallo, bleib doch mal stehen. Nicht kaputt gehen. Ach, scheiße. Oh, ich sollte vielleicht mal ohne Keule loslegen hier. Was ist mit dir? Ihr seid alles Level 1er. Vielleicht liegt es da dran. Ich probiere es jetzt einfach mal so. 100% Fangwahrscheinlichkeit. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den... Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich jetzt so einen speziellen Ball dabei hatte. Komm her, komm her. Ja, cool. Zwei brauche ich noch. Das Problem ist nur, dass ich jetzt aus Versehen alle kaputt gemacht habe hier. Oh, schöner Sonnenuntergang. Das denkt sich da hinten das kleine Chicken auch. Okay, die würde ich auch gerne noch fangen. Was ist denn mit euch? Habe ich noch einen Ball jetzt dabei? Einen habe ich noch. Da müsste ich nochmal neu machen. Oh, oh. Scheiße. Wie, ich habe keine Sphären. Hä? Ich habe ein gegrilltes Hühnchen. Okay. Also, es haben wir das auch schon mal ausgetestet. Wenn man mit der Fackel angreift, dann kann man die Gegner brennen lassen. Nachteil ist, die macht wirklich sowas von wenig Schaden. Da ist die Keule tatsächlich besser. Aber ich weiß nicht, was jetzt mit meinem Ball ist. Ich habe den komplett auf den draufgeknallt, aber der hat den anscheinend nicht gefangen. Verstehe ich nicht. Weil die ja nicht gerade wenig brauchen, um die herzustellen. Deswegen ist das jetzt ein bisschen doof. Oh, ich hab schlafen. Hat sich hingelegt zum Schlafen. Ist das süß? Okay. Dann schauen wir mal. Moment, ich muss die Dinger nochmal. Ich hoffe, ich brenne jetzt hier nichts an. So, wie viele können wir denn machen? 11. Ja. Brauchen wir Holz und Stein. Scheiß drauf. Machen wir doch. Ah, das ist gut zu wissen. Dadurch, dass ich etwas herstelle, steigen wir offenbar alle vom Level her. Auch die ich gefangen habe. Aber anscheinend nur die ich dabei habe. Also nicht die jetzt hier im Haus drin sind. Das ist aber tatsächlich sehr gut zu wissen. Okay, wir haben schon mal wieder 11 neue von denen. Ich würde dann gerne nochmal welche hier reinmachen. Nee, das war's nicht. Moment, wie ging das jetzt nochmal?
Ach nee, da musste ich was anderes drücken, ne? Lagerverbesserung. Genau, hier Palbox Management. So, ich kann nur 4 im Lager haben. Nehmen wir jetzt erstmal den Level 5er. Der ist sich noch am Regenerieren hier. Nehmen wir die beiden mal. Die gehen direkt schlafen. Leute, ihr sollt arbeiten. Pennen könnt ihr auch später. Aber es sieht so niedlich aus, wenn die da so ihre Blubberbläschen machen, finde ich. Das ist echt cool. Okay, ich muss 5. Aber Moment, warum können die schlafen gehen und ich nicht? Wir probieren das nochmal. Nee. Muss überdacht sein, steht hier. Reparatur, Reparaturset. Das habe ich auch noch nicht. Das kann ich hier auch nicht machen. Aber hier muss ich mal eben gucken. Das ist nicht genügend Material. Da fehlen mir jetzt wieder die Steine zu. Ich habe auch jetzt keine Glocke aufgestellt, ne? Dann gucken wir jetzt mal eben, ob wir das jetzt aufstellen können. Weil jetzt, wo dieses Ding da steht, müsste man ja normalerweise auch das Teil bauen können. Ah, das sieht gut aus. Ich stelle die mal hier vorne so als Alarmglocke hin. Zack. Wir können hier vorne nämlich Ausschau halten, ob irgendwas kommt und dann die Alarmglocke betätigen. Vielleicht wäre es auch besser, das in die Mitte zu stellen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Dass die Wege dahin kleiner sind. Ich weiß auch nicht, wenn die irgendwo merken, dass angegriffen wird, ob man dann so einen Schub bekommt und die dann hier hinlaufen und die Glocke bimmeln. Oder ob das automatisch geht, sobald einer angegriffen wird. Keine Ahnung. So, aktuelle Anweisung. Eindringlinge zurückschlagen. Auf Arbeit konzentrieren. Nee, nee, Eindringlinge zurückschlagen. Das ist ja klar. Sollte zumindest klar sein. Gut, dann machen wir das. Also die ersten Folgen werdet ihr auf jeden Fall so sehen, dass ich dann hier mehrere Sachen mache. Die habe ich jetzt schon hergestellt. Könnte ich, ja gut, könnte ich noch eins von machen. Handfackel haben wir schon. Stoff brauchen wir im Moment keinen. Und mehr kann ich nicht machen. Was ist denn mit den Technologien? Ah ja, so neu freigeschaltet. Bärengarten, genau. Den hätte ich ja fast vergessen. Den sollten wir jetzt machen. Oh, was ist das? Oh, eine Viehfarm. Wie viele Punkte haben wir noch? Viehfarm, finde ich, hört sich auch sehr, sehr gut an. Einfacher Gleitschirm. Und hölzernes Wohnzimmermöbelset. Das ist wahrscheinlich nur... Ja, ja, dekoratives Einrichtungsset, genau. Okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Feuerpfeil. Aber da brauche ich eine Feuerdrüse für. Und einen Feuerbogen. Ich würde es gerne machen, aber Feuerdrüsen, ich habe keine Ahnung, wo ich die herbekomme. Und da brauche ich Holz und Stein für. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Ich bin mir aber halt nicht sicher, ob ich Pfeil und Bogen machen sollte oder nicht. Bisher finde ich ehrlich gesagt den Knüppel immer noch am besten. Oder ob ich vielleicht noch was warten soll. Hier zum Beispiel der Baseballschläger, der wird wahrscheinlich noch besser sein. Müssen wir jetzt? Die wachen einfach mitten in der Nacht auf und denken sich, oh, ich bin wach. Kann doch nicht sein, hier macht keiner was. Ich laufe jetzt in der Gegend herum. Was habe ich denn hier jetzt wieder? Bärensamen. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Bärensamen jetzt eigentlich hier habe. Ich meine... Ist das so ein Überbleibsel, wenn die mal müssen? So vielleicht? Man weiß es nicht. Ich gucke erstmal, dass ich den Bärengarten hier baue. Holz und Stein brauche ich dafür. So. Ich weiß nicht, wohin die jetzt gelaufen sind, ehrlich gesagt. Ist gesund und munter, das ist schön. Ich weiß auch nicht, wachen die auf, wenn ich angegriffen werde? Ich weiß auch nicht, wie ist das mit dem Angriff? Weil, wie gesagt, ich persönlich habe es immer ausgeschaltet, wenn es das irgendwo, wenn das irgendwo machbar war. Weil es einfach mega nervig ist. So, die ersten 2, 3 Angriffe sind in der Regel noch okay. Aber danach ist sowas mega nervig. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass ich den Knüppel wieder kriege. So.
Das ist, wenn die abbauen. Das hört sich dann immer so an, als ob hier gerade einer ins Lager eindringt. Ich weiß auch nicht, warum. Baue den Bärengarten. Wo bauen wir den denn hin? Ich weiß nicht, wo... Hier, glaube ich, spawnt was, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier könnten wir vielleicht einen hinmachen, wobei das hier sehr schief ist. Können wir den auch oben drauf machen vielleicht? So neben das Bett. Geht das? Also man kann es oben drauf machen, theoretisch. Moment, dann würde ich in dem Fall sagen, dass wir ein Fundament noch machen. Wie gesagt, ich denke jedes Mal, das ist irgendwas anderes. So, beziehungsweise zwei Fundamente. Dann können wir ja da vielleicht irgendwie... Wir haben noch gar keine Türen. Doch, da ist eine Holztür. So, Moment. Damit die da nicht so einen langen Weg haben, würde ich nämlich sagen, machen wir hier eine Holztür hin. Damit die von da reinkommen können. Und dann machen wir von rechts dann auch nochmal eine Holztür. Weil wir müssen das ja irgendwann hier überdachen. Warum das jetzt alles so rum ist und das hier andersrum, weiß ich jetzt auch nicht. Aber egal. So. Ein Bärengarten. Ich mache den einfach mal ins Haus rein. Weil Baum. So. So, die Frage ist jetzt nur, können wir dann da auch noch eine Wand reinmachen, wenn wir das so machen? Ah, jetzt kriege ich Hilfe. Ja, sehr cool. Vielen Dank. So, wer von euch möchte das machen? Hallo? Oh, wie läuft der denn rum? Sieht das süß aus. Okay. Machen die das denn überhaupt da rein? Ich habe das ja als Passwort geschützt. Nee, mit F. Mit F, Moment. Komme ich hier wieder nicht ran, dass ich das vernünftig anvisieren kann? Das ist immer ein bisschen komisch. Die Bärensamen. Also es sind 29 drin. Ich meine aber ehrlich gesagt... Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, ich werde angegriffen. Was macht ihr denn hier mit mir, Leute? Holz war da noch drin, genau. Nehmen wir mal Stein und Holz. Also ich meine, ich habe es jetzt hier rausgenommen. Dementsprechend würde ich es... Oh, das eine... Oh. Das eine Fleisch ist schon... Oh, ich kann damit ein Spiegelei machen. Machen wir das doch mal. Sieht genauso aus wie das andere Essen, was kein Spiegelei war. Ist aber bestimmt viel leckerer. So, Fleisch haben wir... Haben wir 7 Stück? Okay. Ich frage mich jetzt aber ernsthaft, warum machen die das nicht? Wenn ich das jetzt einfach so da drin lasse, würden die das dann machen? Oder muss ich das Essen tatsächlich selber machen? Das kann natürlich auch sein. Setze einen Pfeil für Arbeiten im Lager ein. Ach so, ich muss noch einen reinsetzen. Dann kriege ich wieder ein neues Level-Up hier quasi für die Basis, wenn ich das richtig verstehe. Oh, der trägt einen Stein auf den Kopf. Wie süß. Chikipu-Fleisch. Okay. Kann ich nur einmal machen. Ach, der da hinten ist das. Ja, wie gesagt, es ist für mich immer noch ein bisschen... Ich denke dann immer, da läuft einer rum, der hier sonst was machen will. Gegrillte Beere haben im Vergleich zu rohen Varianten einen höheren Nährwert. Könnte ich also theoretisch... Wir haben 11 Stück. Ich mache das mal mit 5. Ich weiß nämlich nicht... Ob die, aber ich gehe mal davon aus, dass die auch essen, ne? Günstig ein Päuschen. Das Essen sieht aber irgendwie immer gleich aus, ne? Also ich meine, ich bin hier Bären am Grillen und das erinnert mich irgendwie an Spiegeleier. Die Animation hätten sie anpassen können, das wäre jetzt noch cool gewesen. Aber gut, ich meine, das ist ja jetzt im Endeffekt nur eine Animation, dass man am Kochen ist.
das ist jetzt nicht so wichtig. Aber dieses mit dem F und den E, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist was, was mich richtig triggert. So, die gegrillten kann ich auch hier reinmachen. Die, ja, ob die länger halten, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich mach mal das Brot auch mit da rein, weil dann hält das auf jeden Fall länger. Was ist denn, wenn ich die Spieße da reinmache und wieder rausnehme? Dann halten die auch wieder länger, ne? Spiegelei, genau das gleiche. Wobei das nur 0,5 sind. Ja, dann könnt ihr das gerne haben. So, ja, das sieht doch schon mal... Ach so, Aussaat. Ach, da, nee, Moment, die habe ich hier. Da muss ich mich dann selber drum kümmern, so wie es aussieht. Ja, das war genau der falsche. Ich will das haben, was ich anvisiere. Mann. Was habe ich denn jetzt gemacht? Scheiße. Hallo. Wie kriege ich den jetzt wieder runter? Ja. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte den gar nicht rein oder raus tun. Da steht doch F. Wieso kann ich nicht einfach F drücken? Hallo? Ich kann die auswählen. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber... Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst hier. Und ich kann auch nichts machen jetzt, oder was? Ich kann da nur reingehen, aber... Ha, wie kann ich den denn jetzt... Mit E! Oh Gott! Ich kann... Habe ich denn aus Versehen E gedrückt statt F? Und der lief jetzt gerade hier so blöd rum. Scheiße. Okay. Ich wollte eigentlich die Samen haben. Aber gut. Moment, ich nehme hier mal die Hälfte von raus erstmal. Es wäre schön, wenn du mir das da hinsetzt. So. Ich weiß nämlich nicht, wie viele wir brauchen. So, Sehen mit F. Okay. Wie viele kann ich sehen? Ich weiß nicht, wie viele der jetzt hier reinwirft. Ich kann es nur nicht bewässern. Das ist natürlich blöd. Wie viele habe ich jetzt noch drin? Immer noch 14. Hä? Der sieht die doch gar nicht. Und dann ist halt die andere Frage, wie bewässere ich das Ganze? Ich bin hungrig. Oh. Okay. Also das mit den Aussehen, ich weiß nicht. Das ist irgendwie... Ich mache jetzt erstmal noch einen in die Palbox rein. Ich habe ja noch den Lammball, den setzen wir jetzt erstmal da rein. So, dann... müssen wir noch dringend ein neues Bett bauen, bevor wir irgendwas anderes machen können. Das haben die mir aber nicht gesagt, dass ich hier noch ein Bett bauen muss. So. Na, kommen die mir jetzt alle zur Hilfe? Oh, so süß. Ah! Dankeschön für die Hilfe, ihr lieben Lambis. Ja, dankeschön. Die sind ganz fröhlich. Ich habe aber mal irgendwo gesehen... dass man die auch streicheln kann. Anheben, Menü öffnen. Menü öffnen. Ah! Hallo! Ah, ist das süß. Also über das Menü öffnen geht. Was ist denn jetzt los? Okay, mit Steuerung weiche ich aus. Das ist gut zu wissen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt in die Hocke gekommen bin. Keine Ahnung. Mission erledigt. Du kannst deine Palbox verbessern. Also tut mir leid, wenn ich hier zwischendurch einfach nur so ein bisschen rumspiele.
Aber ich muss mich hier auf das Spiel konzentrieren. Das ist irgendwie so wahnsinnig geil gerade. Maximale Anzahl. Baue PAL-Ausrüstungswerkbank. Ah! PAL-Ausrüstungswerkbank. Baue Statue der Kraft. Okay. Primitive Werk. Ah, nee, das ist das Viehfarm. Nicht genügend Material. Da brauche ich Holz für. Wahrscheinlich muss ich das an der Werkbank machen? Bin ich jetzt so schwer ausgerüstet? Nee, ich habe die Technologie noch nicht freigeschaltet. Daran liegt es, glaube ich, oder? Reparaturwerkbank. Ach, das wollte ich übrigens auch mal. Damit ich hier mal reparieren kann. Hölzernes Barmöbelset. Sieht sehr geil aus. Aber ist wohl eher nur dekorativ. Statue der Kraft. Das sollen wir machen. Die schalte ich also frei. Und PAL-Ausrüstungswerkbank. Damit kann PAL-Ausrüstung gefertigt werden, die für Partnerfähigkeiten benötigt werden. Okay. Und was ist das? Bringe hier Opfer da, um dich und deine PALs stärker zu machen. Okay. Kann aufgestellt werden und erhält dein Lager. Machen wir auch mal direkt 2 Punkte rein. Ich meine, das Lagerfeuer ist zwar auch gut. Ja, komm, machen wir noch 2 Punkte in den Gleitschirm. Vielleicht brauche ich den ja doch noch. Ja, sehr geil. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, es tut mir leid, Leute, aber ich muss euch mal ein Fundament in den Weg stellen. Oh nee, das geht jetzt nicht mit dem Ding, oder? Oh, das ist doch scheiße. Man kann die auch nicht verstellen, ne? Das wäre natürlich jetzt noch ideal gewesen. Hm, das ist doof. Müssen wir hier noch eins dran bauen. Und dann, hallo, geht's noch? Ich bin hier gerade am Bauen, du kannst hier nicht einfach so rüberschlendern. Gut, ach, oh, Moment. Aussaat? Ach, oder habe ich doch eins reingemacht? Und der braucht nur ein bisschen Zeit. Ah, das kann natürlich sein. Die Werkbank, genau. Die Werkbank, die müssen wir bauen. Müssen wir mal gucken, was wir dafür brauchen. Ich denke mal, das geht hier drüber. Statue der Kraft, Viehfarm. Holz und Stoff. Einen Stoff brauche ich noch und ein bisschen Holz. Okay. Stoff muss ich hier drüber machen, glaube ich, ne? Machen wir einen Stoff. Wenn ich jetzt hier nichts mache, dann kommt er doch angelaufen, oder? Hier unten steht nämlich drin, dass einer am Arbeiten ist. Oh, das hast du aber schön gemacht. Du bist aber zu schnell weg. Na gut. Okay, also die kann ich wirklich dann einfach da reinmachen und dann dementsprechend... Das ist cool, das ist richtig. Das ist richtig toll, meine ich. Nicht, das ist richtig. Okay, dann schnappen wir uns jetzt nochmal mehr Holz. Und dann bauen wir uns mal die Werkbank für die PALs. So. Ich würde normalerweise sagen, die bauen wir irgendwo mit hier hin. Ach, das ist schräg, das sehe ich jetzt erst. Die bauen wir hier mit rein, würde ich sagen. Ja, nicht zu weit weg. Oh, da kommen sie direkt angelaufen. Oh, das ist super. Ihr macht das toll. Ihr macht das richtig toll. Ich weiß nur nicht. Ich glaube... Nee, das ist der Hunger, glaube ich, ne? Der so weit runter ist. Was ist mit meinem Hunger? Ah, geht noch. Bald muss ich was essen. Ja, das habt ihr alle toll gemacht. Irgendjemand von euch streichle ich jetzt. Komm mal her. Ah, du Süßer. Ja. Deswegen, nach dem Streicheln bin ich so am Crouchen. Okay, ich verstehe. Jetzt lauft mir hier doch nicht immer entgegen. So, da wollte ich jetzt mal gucken, was ich dann überhaupt machen kann. Du hast keine verwendbaren Rezepte. Schalte Welt. Achso, in den Technologien. Okay. Technologien. Ja, und wie und wo? Sind das die unbekannten Gegenstände eventuell? Fange zum Freischalten einen bestimmten PAL. Hm.
Reparaturset sollte ich übrigens auch mal freischalten, fällt mir gerade ein. Na gut, müssen wir erstmal einen Pal holen. Die Reparaturbank, die können wir noch machen. Alter, dein Ernst jetzt? Geh mir hier aus dem Weg. Geht mir aus der Sonne? Leute! Geht woanders hin, genau. So, jetzt könnt ihr da hingehen. Jetzt ist das okay, aber doch nicht, wenn ich da gerade was am Machen bin. Das geht doch nicht. So, die Viehfarm, die brauchen wir auch noch. Dafür brauchen wir auch wieder Holz. Die freuen sich dann immer so süß. Oh, es ist so niedlich einfach, das Spiel. Also bisher, bis mich die ersten Leute hier im Lager angreifen. Und da werde ich dieses Spiel hassen, glaube ich. So. Ja, das sollte, denke ich, mir mal reichen. Die Frage ist, wo stelle ich jetzt diese Viehfarm hin? Oh, die ist entsprechend aber sehr groß. Oh, kann man die vielleicht in dem Bereich hier hinter? Nee, das ist zu groß, ne? Ja, ja. Ach, du Schande. Aber ich glaube, hier vorne war jetzt nicht wirklich viel überlappt mit anderem Objekt. Kommt hier, meine Schätzchen. Ja, meine süßen Sklaven. Baut mal. Baut. Damit Mama ein Vieh-Dings hat. Achso, die Statue muss ich auch noch haben, ne? Die können wir sogar jetzt hinstellen. Die ist auch nicht ganz so riesig. Ich würde sagen, die machen wir mal hier oben irgendwo hin. Aber da, wo sie nicht ganz so... So ist sie relativ gerade. Baut aber bitte erst das eine zu Ende. Genau, das ist schön. Dann bauen wir in der Zeit schon mal hier. Dauert auch ziemlich lange. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lange die jetzt für das hinten brauchen. Das sieht eher so aus, als ob die da 2 Minuten am Bauen sind oder so. Das ist schon krass. Wobei ich hier auch nochmal 30 Sekunden für brauche. Was auch schon krass ist. Aber gut, so eine Statue, wenn die uns natürlich mächtiger machen kann, wäre das natürlich richtig geil. Vor allen Dingen, der sieht ein bisschen aus. Ich will es jetzt nicht sagen. Aber wie dieses eine Pokémon, was ich immer so gerne gemocht habe. Oh, sie sind fertig. Eigene Fähigkeiten verbessern, Pals verstärken. Ich kann aber nur die Pals verstärken, die bei mir sind. Weil ich würde gerne die Pals verstärken, die hier im Lager sind. Und, Moment, das ist dann ein bisschen umständlich. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das überhaupt machen soll. Der ist jetzt Level 4. Den nehme ich mal eben raus. Du kannst gleich gerne weitermachen. So, Pals verstärken. Den mit Level 4 möchte ich gerne erhöhen. In Angriff. Und maximale Angriff. Kleine Palseele verbrauchen. Okay, jetzt habe ich keine mehr. Na gut. Dafür brauchen wir dann aber die Palseelen. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal Bescheid. So, Boxverwaltung. Den machen wir wieder rein ins Lager. Und wir können noch mal eine Lagerverbesserung machen, stand da. Baue zerkleinerer, baue Steinbruch und baue Holzfällerlager. Okay. Jetzt brauche ich Technologien und habe keine Punkte mehr. Wetten? Nee, anscheinend nicht. Habe ich das direkt frei? Das würde mich jetzt ehrlich gesagt wundern. Was brauche ich eigentlich für die Standfackel? Holz und Stein. Okay. Nö. Hier liegt überall Wolle rum. Oh, cool. Ist das jetzt deren Lager hier? Der weidet gerade. Aber dann arbeiten die nicht, oder was? Und was ist mit den Sachen, die hier überall liegen? Die werden jetzt gar nicht abgearbeitet.
Ja, das ist ja eine Sauerei. Und dann holen sie sich auch noch was zu essen. Was sind das hier für faule Kerlchen? Nein, das ist ja okay. Also das Essen holen, das ist ja okay. Das sollen sie ja auch machen. Gut, die Bären kann ich wohl wieder wegpacken. Das kann ich auch wegpacken. Die Wolle war auch hier drin. Ich muss nur gucken mit dem Essen, dass ich das hin und wieder mal reinlege, damit das wieder aufgefüllt wird. Wobei, wie lange? Wenn ich das raushole, ist das wieder 20 Minuten. Was nimmst du dir raus? Du nimmst dir wahrscheinlich Beere raus, oder? Hat rote Beere rausgenommen, ja. So. So. Okay. Also die arbeiten, aber irgendwie bringen sie die Sachen jetzt gar nicht mehr rüber. Oder kann das daran liegen, dass jetzt alles voll ist, dass ich eigentlich noch mal eine neue Kiste machen müsste? Das kann natürlich. Nein, mit F. So. Das kann sein, ist aber nicht so. Hier haben sie auch gut was reingebracht. Die haben das alles hier rechts reingebracht. Okay. Warum? Weil die linke, die ist doch noch gar nicht voll gewesen. Das schmeißen wir mal alles hier rein. So. Dann bin ich ein bisschen verwirrt. Aktuelle Mission: Zerkleinerer und Steinbruch. Ich vermute, hier ist es auf jeden Fall nicht drin. Ah, da war aber das Reparaturset, habe ich gerade gesehen. Holz. Ja, genau. Steinbruch ist erst beim nächsten. Und Zerkleinere, eine Anlage zum Zerkleinern und Umwandeln von Stein und Holz. Okay. Damit du Steine in deinem Lager abbauen, damit kannst du Steine in deinem Lager abbauen. Für die Arbeit benötigt man Pals, die Bergbau beherrschen. Ah, okay. Aber ich muss auf jeden Fall dann noch mal eins höher. Was lassen die alles liegen? Wieso lassen die das alles liegen? Das finde ich nicht gut. Vor allen Dingen irgendwie respawnt das jetzt hier oben auch gar nicht mehr, was natürlich schlecht ist. Aber wir müssen noch zwei Lammbals holen. Habe ich den einen? Den habe ich jetzt nicht draußen, oder? Nee, es folgt mir keiner. Ich glaube, ich habe den gerade nicht draußen. Oh, was ist das denn? Was bist du denn? Und wo ist der Große hin? Der ist jetzt weg, oder was? Ein Dinossum. Level 15. Ja, das kann ich erstmal vergessen. Ich habe jetzt Player Level 6, 6, nicht 16. Ach nee, der ist hier unten noch, der eine. Moment, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Hallo. Ich muss dich einfangen. Bleib doch mal stehen. Kleiner, bleib stehen. Bleib stehen. Ich muss mir echt einen Bogen machen. Hallo? Habe ich jetzt drei Bälle verballert? Obwohl ich genau auf den draufgeworfen habe, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Oh, und ich habe schon wieder Hunger. Das ist richtig nervig, muss ich sagen. Zack. Das ist übrigens auch was, was ich gerne mal ausschalte bei solchen Spielen, weil es einfach wirklich nervig ist. Du greifst mich aber nicht an, oder? Jeder kommt seiner Arbeit nicht nach. Wow. Du siehst heftig aus. Aber cool auf jeden Fall. Ja, und wo ist jetzt der eine? Wieso kommt der eine seiner Arbeit nicht nach? Jetzt muss ich hier wieder zurückgehen und muss hier dafür sorgen, dass hier Zucht und Ordnung herrscht, oder was? Ne, hier, ne? Müssen aber eigentlich noch einen Lammball finden. Oh, geh doch mal hoch.
wollte gerade sagen, wenn der hungrig ist, wieso holt er sich nicht einfach was zu essen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Ballbox. Den kann ich auch hier reinsetzen, weil das Lager sich ja vergrößert hat. Ach so, Moment, wenn die aber hier drin sind, dann werden die nicht größer, oder? Was denn? Das hört sich einfach nur süß an. So, wir müssen aber noch ein Bett holen, weil wir hier noch einen reingestellt haben, denke ich mir mal. Holz. Natürlich brauche ich wieder Holz. Natürlich habe ich auch wieder kein Holz mehr. Wieso kriege ich jetzt Stein, wenn ich gegen einen Baum haue mit der Axt? Ich bin mir nicht... Ach so, weil er das automatisch aufgesammelt hat wahrscheinlich. So, dann brauchst du noch einen Schlafplatz. Ja, was jetzt ein bisschen blöd ist. Das ist ja ganz anders gedacht hier. MMMB. So, dann machen wir das Bett hier noch rein. Komm. Wieso muss ich da so weit auseinander gehen, bitte? Ach so, ja, ich sollte vielleicht... Könnte von Vorteil sein, wenn ich das auch baue. Falls die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Ja, der braucht keine schlechte Laune zu bekommen. Ich bin ja schon dran, es dauert halt ein paar Sekunden. 30 muss ich insgesamt noch, also insgesamt fangen. Baue dein Lager aus und erhöhe auf Lagerstufe 7. Würde ich gerne machen, aber dafür müsste ich dann, glaube ich, kämpfen, damit mein Level auch wieder höher wird, ne? So, die Sachen liegen da. Der liegt jetzt da unten. Warum liegt der jetzt da unten? Hallo? Kann ich den aufheben? Wie habe ich das denn eben gemacht? Ich meine, ich habe ja einen aus Versehen auf... Oh, ich will den jetzt aber nicht anzünden. Vielleicht kann ich das jetzt auch nicht, weil ich jetzt hier am weil er jetzt hier am Schlafen ist oder so. Keine Ahnung. Ich bin ja die einzige Dumme, die hier noch wach ist. Ja, dann würde ich eigentlich mal fast sagen, bis die Nacht vorbei ist und weil die Folge auch gerade schon so groß ist, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.